So, wunderschönen guten Morgen, meine Lieben, hier beim Crypto Day Trading mit Joe. Ich hoffe, euch geht's allen gut und wir legen auch gleich los mit dem Content, und zwar gleich nach dem Intro. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Das wird jetzt ein kurzes, knackiges Update, damit ihr auf den Tag vorbereitet seid. Wir legen los mit Bitcoin. Bitcoin hat sich nicht viel getan. Unsere Einstiegslevel sind immer noch gleich, hier unten. Die habe ich euch gestern schon durchgegeben. Hat sich nichts verändert. Wir haben kein neues High generiert. Primärerwartung von mir ist, dass wir heute im Laufe des Tages hier runtergehen, unsere blaue Box hier erreichen und dann langsam aber sicher nach oben steigen könnten. Muss es eintreffen? Nein. Der Markt kann auch so schon steigen, aber ja, wie wir hier sehen, wir bilden hier eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Preisziel wäre auch hier ungefähr in dieser Region. Also für alle Leute, wo Chart-Pattern traden. Ja, also spricht alles dafür, dass wir hier runtergehen. Volumen nimmt auch ab, wie wir sehen können. Im Vergleich zu dieser Phase hier, also spricht alles dafür, dass wir bei Bitcoin hier runtergehen. Ziellevel sind klar, wo wir einsteigen können. Ethereum, genau das gleiche Spiel. Ziellevel sind auch alle klar. Hat sich auch nichts getan im Laufe des Tages gestern und in der Nacht. Alles beim Alten. Einstiegslevel sind auch klar, habe ich durchgegeben. BNB hat sich auch nichts getan. Also der Markt ist wirklich langweilig, aber ja, das muss sein. Weil in solchen Seitwärtskonsolidierungen, da pendelt sich der Markt ein zwischen Käufer und Verkäufer. Ich erwarte aber auch hier einen Impuls nach unten, dass wir dann stetig nach oben steigen werden. Dogecoin hat sich etwas getan. Und zwar haben wir hier diese blaue Sequenz hier. Diese interne haben wir hier abgearbeitet gestern. Wie ihr seht, wir sind hier runter und haben hier ganz kurz reingewickt, Ziellevel erreicht von dieser blauen Sequenz. Jetzt gehen wir nach unten. Wir können uns hier am Gesamtkorrekturlevel jetzt positionieren. Bei Dogecoin sieht auch nicht so schlecht aus. Einstiegslevel gebe ich kurz durch. Und zwar ist es bei 0,091 US-Dollar, 0,088 US-Dollar, 0,086 US-Dollar und 0,084 US-Dollar. Hier das gleiche Spiel. Hier erwarte ich auch, dass wir hier runterkommen und dann von hier aus eine nächstgrößere Sequenz bilden. Das wäre hier die schwarze hier übergeordnet. Aber dafür müssen wir halt erstmal hier dieses High rausnehmen. Oh, bis dahin ist ja noch eine Weile. Also, Dogecoin ist auch klar. Chainlink hat sich nichts getan. Einstiegslevel sind gleich. Litecoin auch nichts getan. Leute, ihr seht, der Markt ist wirklich langweilig. Ja. Einstiegslevel sind auch klar. 66 US-Dollar, 0,2, 64 US-Dollar. 61,8 US-Dollar und 59,95 US-Dollar bei Litecoin. Sieht auch sehr gut aus die letzten Wochen. Matic, auch nichts getan. Einstiegslevel sind auch klar, hier unten. Habe ich euch ja schon gestern durchgegeben. Könnt ihr gerne das Video anschauen, ich tue es oben verlinken. XRP hat sich was getan gestern, und zwar sind wir hier in den bullischen Wendebereich reingestochen, haben kurz nach oben reagiert und sind jetzt wieder runter, wieder rein. Die ganze blaue Box ist tradebar nach System, aber ich habe auch in der Gruppe gesagt, oder auch hier bei YouTube habe ich euch gesagt, ich werde mich nach diesem Move hier nach oben, ich habe ja hier schon meinen Trade geschlossen gehabt, hier oben gut im Profit, weil ich gesehen habe, dass dieses Level hier für XRP nicht, ja, stark genug war, um neues High zu generieren, also höheres High als dieses hier.
Deswegen habe ich mich jetzt bei XRP nur hier am untersten Level positioniert, jetzt noch mit einer großen Order bei 37 US-Dollar Cent, weil ich finde einfach, dieses Level hier ist jetzt das attraktivste, ist auch nach System das attraktivste, das 66,7er. Ich erwarte auch hier, dass wir hier runtergehen und dann spätestens hier in diesem Bereich hier reagieren. Stop-Loss, alles besprechen dann in der Telegram-Gruppe, in der kostenlosen Telegram-Gruppe. Könnt ihr gerne joinen. Ist alles in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, bei XRP. Die, wo hier eingestiegen sind, ich hoffe, ihr habt ein gutes Trade-Management, Risk-Management. Weil ich erwarte hier, dass wir auch hier runtergehen und hier in diesem Bereich erst denn die Wende schaffen. Atom hat sich auch nichts getan. Immer noch gleiche Einstiegslevel, aber auch hier bei Atom. Aber wir haben ja hier schon vom 559er perfekt reagiert. Einmal sind nach oben gestiegen, haben hier auch kein neues High generiert im Vergleich zu dem hier. Deswegen ist bei mir bei Atom auch das 61,8er und das 66,7er hier attraktivste Level. Ich habe mich jetzt nur noch hier positionieren für meine Long. Aber bei Atom müssen wir aufpassen. Wir haben hier aus einer bearischen Box hier reagiert. Also dieser bearische Wendebereich, diese rote hier. Kann auch sein, dass wir hier bei Atom durch dieses leicht, also dieses High hier, was wir hier hatten, war nur signifikant leicht höher als dieses High. Deswegen ist bei Atom auch, müssen wir aufpassen, möglich, dass wir hier nochmal zum Gesamtkorrekturlevel runtergehen. Und das würde dann hier unten liegen. Das kann ich euch kurz einzeichnen. Das ist dann der blaue Bereich hier. So. Also das kann sein, dass wir bei Atom hier dieses Level hier anlaufen und dieses Level hier nicht hält. Ich habe mein Stop-Loss bei Atom. Wenn ich mich positioniere, habe ich mein Stop-Loss hier drunter. Wenn wir hier ausgestoppt werden, dann werde ich dann mich positionieren hier bei den anderen Level. Ich gebe die euch kurz durch von der blauen, vom blauen Wendebereich. Das wäre bei 9,68 US-Dollar, 9,56 US-Dollar, 9,45 US-Dollar und 9,36 US-Dollar. Falls hier diese schwarze Box nicht halten sollte, was durchaus sein kann, wie gesagt, wir haben hier ein leicht höheres High als das hier. Kann sein, dass dieses Level hier attraktiver ist für die Bullen, um den Kauf, den Markt zu kaufen. Abwarten, was der Markt uns gibt. Uniswap hat sich nichts getan. Wir haben hier diese blaue Sequenz gefinisht, haben leicht nach unten reagiert und haben hier, sind gerade dabei, eine bearische Sequenz zu bilden mit diesem Lower High im Vergleich zu dem hier. Ziellevel von dieser noch nicht bestätigten Sequenz. Eine bearischen Sequenz liegen hier unten, perfekter Überschneidungsbereich mit unserer blauen Box hier, unsere große schwarze Box hier. Also für mich ist bei Uniswap dieser Bereich hier ist der attraktivste, liegt bei 5,56 US-Dollar und 5,48 US-Dollar. Stand jetzt hier der unterste Bereich. Aber man kann sich, also ich werde mich hier an allen vier Leveln positionieren. Die sind bei 5,75 US-Dollar, 5,65 US-Dollar, 5,56 US-Dollar und 5,48 US-Dollar. Dieser Bereich hier werde ich euch auch kurz markieren. So, dieser Bereich ist bei Uniswap der attraktivste für mich. Ich gehe davon aus, dass wir hier auch runterkommen werden. Weil auch hier haben wir hier aus einer bearischen roten Box reagiert. Also Potenzial nach unten ist gegeben bei Uniswap. Mal gucken, was uns der Markt gibt. Jetzt habe ich hier noch eine neue Trade-Idee für euch. ADA Cardano. Eine interne
eine kleine Sequenz, diese schwarze hier, mit Ziellevel hier bei 34 bis 35,5 US-Dollar Cent. Ja, guten Morgen, Katzen. Ja, ist nur eine kleine Sequenz, aber ist tradebar in meinen Augen, weil wir hier noch vor allem hier Luft haben bis zu 36,6 US-Dollar Cent zum Wendebereich der Bären. Leute, tut mir leid, die Katze stört gerade im Hintergrund etwas. Ich hoffe, ihr stört euch nicht zu sehr. Ja. Also bei Cardano ist hier ein kleiner Trade möglich. Stop-Loss habe ich bei 30,45 US-Dollar Cent gelegt bei mir, falls wir hier abgeholt werden sollten, aber ich gehe davon aus, weil ich auch bei Bitcoin erwarte, dass wir nochmal runtergehen. Ja. Das war's dann eigentlich jetzt mit Krypto. Jetzt gehen wir noch kurz in den Dollar-Index, Dollar-Basket. Und da muss ich euch auch warnen, das habe ich auch gestern in meiner Telegram-Gruppe gesagt. Wir haben hier diese bärische Sequenz, wo ich euch schon seit ja, vor fast 2 Monaten durchgegeben habe, wo ich auch immer wieder auf YouTube hier darauf aufmerksam gemacht habe, dass wir hier mit dem Dollar runterfallen in diesem Bereich hier. Und da sehen wir jetzt auch hier, also wir haben dieses Level komplett abgearbeitet, perfekt abgearbeitet, sind hier leicht überextendiert, aber das ist vollkommen super, in Ordnung. Ja, wir haben es komplett abgearbeitet, dieses Level, wo ich schon seit 2 Monaten durchgegeben habe. Also Leute, wo den Dollar traden, Glückwunsch, massig Gains gemacht. Ja, also dieses SK-System, das ist ja natürlich nicht nur bei Krypto anwendbar, sondern auch bei Forex, Indizes und Tech-Aktien, alles Mögliche. Ja, seht ihr, wie perfekt es läuft hier. Also, was ich jetzt sagen will, ist, wir haben jetzt hier beim Dollar-Index haben wir hier auch starkes Erholungspotenzial bis hier oben zu 109 Punkten und bis 111 Punkte in diesem Bereich hier. Und wie wir eigentlich wissen, sowas zumindest mal vor ein paar Wochen noch, dass der Kryptomarkt oder alle Märkte eigentlich auch mit dem US-Dollar korrelieren. Das heißt, wenn der Dollar fällt, steigen die Märkte. Bei Krypto hat sich's leider nicht so ausgespielt die letzten Wochen. Ja, gerade wegen FAT, wegen FTX und sowas. Aber ja, sollte jetzt wieder der Kryptomarkt mit dem US-Dollar korrelieren und wir steigen hier in diesem Bereich hier hoch, was Potenzial auf jeden Fall da ist nach dieser Abwärtsbewegung, dass der Dollar sich jetzt mal erholt, dann ist es tendenziell eher schlecht für die Kryptomärkte, wenn wir hier steigen. Mal gucken, ob wir hier korrelieren. Aber ich wollte euch nur darauf aufmerksam machen, dass ihr da aufpasst, Leute, auf eure Krypto und jetzt nicht alles hier all in gehen, nur weil ich hier sagt, dass wir hier wenden und dann nach oben steigen. Muss man halt auch den ganzen Markt hier im Auge behalten. Ja, das war's dann eigentlich mit dem Update, Morgen-Update. Jetzt seid ihr für den Tag vorbereitet. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass wir heute den Impuls nach unten bekommen werden. Und dann schauen wir mal, was der Markt gibt. Falls sich heute nichts Gravierendes am Markt tun sollte, werde ich euch morgen früh wieder updaten. Und wenn doch, dann gibt es Abend eventuell nochmal ein Update. Ja. Das war's dann, liebe Leute. Ich wünsche euch einen schönen Dienstag. Bleibt mir gesund. Genießt den Tag. Schiebt keine Panik. Kauft nicht in die Märkte rein, wenn ihr nicht wisst, was ihr macht. Nur weil ich euch sage, dass ich mich hier positionieren werde, müsst ihr nicht machen. Das dient bloß zu eurer eigenen Bestätigung, zu eurer Analyse. Könnt ihr vergleichen, ob ihr mit der Analyse gleich sind. Ich bin kein Finanzberater. Ich mache hier keine Anlageberatung. Nur das, was ich mache und was das SK-System mir gibt. Also, ich würde sagen, wir sehen uns alle spätestens morgen früh. Bis dann, euer Joe von Daytrading Germany. Macht es gut. Ciao, ciao.